Als ich als junger Mann auf Mission in Beaumont, Texas war, wurde eines Morgens mein Mitarbeiter krank und musste im Bett bleiben. Ich folgte dem Rat unseres Missionspräsidenten für solche Situationen, setzte mich mit meinem Buch Mormon an das offene Fenster unserer Wohnung im vierten Stock und begann zu lesen. Ich vertiefte mich in die Schrift und kam nach einer Weile zu Vers 1 und 2 im 29. Kapitel des Buches Alma. Oh, dass ich ein Engel wäre und mein Herzenswunsch wahr würde, dass ich hinausgehen mit der Posaune Gottes sprechen könnte, mit einer Stimme, die die Erde erschüttert und jedes Volk zur Umkehr rufen könnte. Ja, ich würde einer jeden Seele wie mit Donnerstimme Umkehr und den Plan der Erlösung verkünden, dass sie umkehren und zu unserem Gott kommen sollen, damit es auf dem Antlitz der ganzen Erde kein Leid mehr gebe. Ich sann über diese Worte nach und sie drangen mir tief ins Herz. Mein Mitarbeiter und ich hatten in Beaumont schon an hunderte Türen geklopft, um unsere Botschaft den Menschen mitzuteilen, jedoch nur mit geringem Erfolg. Ich stellte mir vor, wie es wohl wäre, ein Engel zu sein und mit einer Stimme, die die Erde erschüttert, dem Volk Umkehr zu predigen. Ich schaute aus dem Fenster und sah unten die Menschen auf der Straße. Ich stellte mir vor, wie es wohl wäre, wenn ich dort unten stehen könnte, strahlend wie ein Engel, mit erhobenen Händen und donnernder Stimme. Ich stellte mir vor, wie die Häuser bebten und die Menschen zu Boden fielen. Ich stellte mir vor, dass sie unter diesen Umständen ganz gewiss plötzlich Interesse an meiner Botschaft hätten. Doch dann las ich den nächsten Vers. Aber siehe, ich bin ein Mensch und versündige mich mit meinem Wunsch, denn ich sollte mit dem zufrieden sein, was der Herr mir zugeteilt hat. Ich erkannte voll Demut, dass der Herr alle seine Kinder liebt und einen Plan für sein Werk hat. Meine Aufgabe bestand darin, meinen Teil zu tun. Noch etwas wurde mir damals klar und stimmte mich demütig. Ich wusste in jenem Augenblick, dass das keine erfundenen Geschichten waren, sondern dass es sich wirklich so zugetragen hatte. Beim Lesen verspürte ich ein ruhiges, friedliches Gefühl und wurde mit dem Licht und der Erkenntnis erfüllt, dass es Alma tatsächlich gegeben hatte, dass er wirklich gelebt und dass er auch den tiefen Wunsch verspürt hatte, mit seinen Mitmenschen über das Evangelium zu sprechen. Wenn man mich in diesem Moment gefragt hätte, ob ich das wirklich glaube, hätte ich es aus tiefstem Herzen bejaht. Mir wurde bewusst, dass ich in jenem Augenblick eine geistige Bestätigung von der Wahrheit des Buches Mormon empfangen hatte. Wenn ich an dieses und viele weitere Zeugnisse zurückdenke, wird mir immer mehr bewusst, wie wichtig es ist, durch den Heiligen Geist zu empfangen. Oft und zu Recht konzentrieren wir uns darauf, wie wichtig es ist, durch den Geist zu lehren. Wir müssen aber auch daran denken, dass der Herr genauso viel, wenn nicht mehr, Wert darauf legt, dass wir durch den Geist empfangen. Dieses Empfangen stellt ein grundlegendes Muster im Evangelium dar. An der heiligen Handlung, durch die wir als Mitglied der Kirche konfirmiert werden, lässt sich dies gut erkennen. Bei dieser heiligen Handlung werden wir aufgefordert, den Heiligen Geist zu empfangen. Es ist die offizielle Aufforderung, etwas zu tun, nämlich diese große Gabe zu empfangen. Je mehr mir dieser Grundsatz des Empfangens bewusst wird, desto mehr Beispiele dafür finde ich in den Schriften. Präsident Boyd K. Packer hat gesagt, keine Aussage erscheint in den Schriften häufiger und auf vielfältigere Weise, als bittet, dann wird euch gegeben. Im Erdenleben geht es vor allem um die Entscheidung, Jesus als den Messias zu empfangen. Im Johannesevangelium lesen wir, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Da fragt man sich doch unwillkürlich, wie viele Gaben und Segnungen um uns herum wir nicht empfangen. Der Herr hat gesagt, denn was nützt es dem Menschen, wenn ihm eine Gabe gewährt wird und er empfängt die Gabe nicht? Siehe, er freut sich nicht über das, was ihm gegeben wird, noch freut sich der über ihn, der die Gabe gibt. In den Versammlungen am Sonntag, beim Schriftstudium allein
und mit der Familie, ja, selbst heute, da wir den Propheten und Aposteln des Herrn zuhören, werden einige von uns mehr empfangen als andere. Warum ist das so? Ich habe herausgefunden, dass diejenigen, die wahrhaftig empfangen, mindestens dreierlei tun, was die anderen vielleicht nicht so tun. Erstens, sie suchen. Wir leben in einer Welt, in der wir unterhalten und zum Zuschauer abgestempelt werden. Ohne dass wir es merken, kann es passieren, dass wir die Generalkonferenz oder die Versammlung der Kirche mit der Einstellung besuchen, ich bin hier, nun erbaue mich. Wir werden geistig passiv. Wenn wir uns stattdessen darauf konzentrieren, nach dem Geist zu trachten, ihn zu empfangen, dann geht es uns weniger darum, ob der Lehrer oder Sprecher nun unsere Aufmerksamkeit weckt, sondern mehr darum, dass wir dem Geist unsere Aufmerksamkeit schenken. Denken wir daran, empfangen ist ein Tu-Wort. Es ist ein Grundsatz des Handelns. Es ist ein wesentlicher Ausdruck unseres Glaubens. Zweitens, wer empfängt, der fühlt. Offenbarung ergeht an Verstand und Herz. Aber meist fühlen wir sie. Meist können wir den Geist gar nicht erkennen, wenn wir nicht gelernt haben, uns dieser geistigen Empfindung bewusst zu werden. Eine meiner Schwiegertöchter erwähnte neulich im Gespräch mit mir, dass man sogar kleinen Kindern solche geistigen Empfindungen verständlich machen kann. Wir können sie beispielsweise fragen, wie fühlst du dich, wenn wir gemeinsam in den Heiligen Schriften lesen? Was lässt dich der Heilige Geist wissen? Was sollst du tun? Solche Fragen können wir uns alle stellen. Sie zeigen, dass wir den Wunsch haben, zu empfangen. Drittens, wer den Geist empfängt, möchte auch entsprechend handeln. Der Prophet Moroni lehrt uns, wenn wir ein Zeugnis vom Buch Mormon empfangen wollen, müssen wir mit wirklichem Vorsatz fragen. Wir empfangen den Geist dann, wenn uns aufrichtig daran liegt, mit der gewonnenen Erkenntnis etwas anzufangen. Und mein Erlebnis als junger Missionar in Beaumont noch besser zu begreifen, nahm ich erneut mein Tagebuch zur Hand und mir wurde klar, obwohl ich ja auch zuvor schon im Buch Mormon gelesen hatte, war an jenem Morgen in Beaumont etwas anders. Ich war nämlich anders. Obwohl damals noch ziemlich unerfahren, war ich in jenem Augenblick doch aufrichtig bestrebt, zu suchen und zu fühlen und meiner gewonnenen Erkenntnis gemäß im Glauben zu handeln. Ich weiß heute, dass jedem von uns immer wieder solche Bestätigungen zuteil werden können, wenn wir nur bereit sind, sie zu empfangen. Das Buch Mormon ist das Wort Gottes. Jesus ist der Messias, das Evangelium wurde wiederhergestellt und wir befinden uns wahrhaftig in der Gegenwart neuzeitlicher Apostel und Propheten. Ich bete darum, dass wir lernen, von nun an besser zu empfangen, damit wir uns wirklich sowohl an der Gabe als auch am Geber der Gabe erfreuen. Im Namen Jesu Christi. Amen.